Heute stehen wir vor dem Eichstätter Dom und wollen über Max Buchner, den Oberministranten des Doms, eine Reportage über die Arbeit eines Oberministranten machen. Dafür dürfen wir ihn schon vor der Messe treffen und interviewen. Was gefällt Ihnen am Ministrieren am besten? Am besten, dass ich ministriere. Mit der Zeit, wenn man da älter wird, dann kommt man eigentlich erst dahinter, was dahinter steckt. Und am besten kann ich jetzt nicht sagen. Also das Ministrieren an sich ist eigentlich das, was mir so gut gefällt. Am liebsten habe ich eigentlich die einfachen Gottesdienste in der Früh um 7.15 Uhr. Da habe ich mehr Ruhe, da kann ich in mich gehen. Und da ist einfach nicht so viel Trouble und da kann ich den Gottesdienst feiern, so wie ich ihn eigentlich haben will. Und was war Ihr peinlichster Fehler als Ministrant? Ja, den haben wir schon. Mein peinlichster Fehler, müssen wir nachdenken, mir ist einmal schlecht geworden und dann bin ich rausgegangen. Aber umgeflogen bin ich noch nicht. Und also richtig ein Fehler, meide passiert immer wieder mal. Aber das darf man alles nicht so tragisch nehmen, das ist alles immer halb so wild. Okay, und dann kommt nochmal eine Frage. Sind Sie eigentlich für beides, also für die organisatorischen Aufgaben und für Ministrieren zuständig oder nur für eins von beiden? Also ich war mal für die ganze Organisation zuständig. Das machen immer ein paar Leute, ein gewisses Gremium macht das. Ich bin mittlerweile schon einfach so lange dabei, ich habe die Verantwortung schon länger abgegeben. Das machen immer so Jüngere zwischen 18 und 24, 25 Jahren, die machen das. Und ja, ministrieren tue ich noch nach wie vor, das ist immer kein Problem. Ich habe aber damals auch die Verantwortung gern übernommen, aktiv was zu gestalten. Warum sind Sie jetzt vor vielen Jahren überhaupt Ministrant geworden? Nach der Erstkommunion habe ich in verschiedene Gruppen gehen können, Ministranten, Pfarrabfinder, Stadt-MC und so weiter und so fort. Ich habe mich für die Ministranten entschieden. Und wenn Sie jetzt nochmal wählen könnten, was würden Sie dann noch einmal Ministrant werden oder würden Sie etwas anderes? Genau das Gleiche. Nach dem Gottesdienst hatten wir noch die Gelegenheit, Informationen über Max Buchner von seinem Chef höchstpersönlich einzuholen. Ich bin also 15 Jahre hier und seitdem kenne ich den Max. Und seitdem ist er also auch, wie gesagt, ganz zuverlässig, sicherlich einer der ältesten Ministranten, die wir überhaupt haben. Und mit wie vielen Jahren hat er angefangen? Mit 9 Jahren, das war nach der Erstkommunion, fängt bei uns normalerweise an, hat er angefangen. Wie lange arbeitet jetzt Herr Buchner schon bei Ihnen oder ministriert er? Ja, Max Buchner ist bestimmt schon seit 21, 22 Jahren Ministrant, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und waren Sie bisher immer zufrieden mit ihm? Also der Max ist sicherlich ein sehr zuverlässiger Ministrant. Und was er macht, das macht er gut. Er ist auch noch Lektor zusätzlich, macht er auch recht gut. Und wenn sogar der Chef zufrieden ist, steht einer weiteren Ministrantenkarriere nichts im Weg. Also, dann haben wir's. Also, bitte euch, servus.